Flutlichtanlagen, im Speziellen, wenn sie sich im urbanen oder Nähe eines urbanen Raums, in der Nähe einer Stadt befinden, haben besondere Anforderungen, wie zum Beispiel Lichtverschmutzung, Blendung oder Entblendung und auch ein ästhetisches Design. Also da gibt es verschiedenste besondere Anforderungen, wenn Flutlichtanlagen oder Außenanlagen so stark beleuchtet werden, wie wir es hier am Tennisplatz haben. Die Zumtobel Group war seit jeher ein Förderer von Sport- und Freizeitangeboten, auch innerhalb des Unternehmens. Und von daher war es für uns naheliegend, auch in diesem Bereich uns zu aktivieren und zu engagieren und hier dem Club die Möglichkeit zu bieten, für seine Mitglieder auch Spiele in den Randbereichen des Tages zu ermöglichen. Seit dem ersten Tag kann man eigentlich wirklich sagen, es war eine perfekte Partnerschaft. Egal, ob es um die Dokumentation für das Bauamt gehandelt hat, da hat sogar das Bauamt gestaunt und das sieht man doch nicht oft. Und normalerweise gehen solche Prozesse Wochen und Monate, bis man sowas genehmigt bekommt. Und bei uns ging das wirklich in sehr, sehr kurzer Zeit. Und wir sehen hier, wir haben es wirklich vollbracht, dass wir für die Hobbyspieler, für die Trainer, aber auch für die Profispieler perfekte Voraussetzungen geschaffen haben und wirklich das beste Licht hier ermöglicht haben. Und ganz, ganz wichtig war für uns auch, dass es eine Komplettlösung gab, weil neben dem Flutlicht, neben der Flutlichtbeleuchtung, haben wir uns auch für eine Gehwegbeleuchtung der Marke Thorn entschieden. Im Detail kommt hier die Plurio zum Einsatz und das ist wirklich zum ersten Mal die Möglichkeit für unsere Mitglieder, mit gutem Licht auf dem Platz und neben dem Platz die Zeit am Tennisclub zu genießen. Und hier würden wir uns definitiv jedes Mal wieder dafür entscheiden, das Gesamtpaket der Firma Thorn hier anzubieten. Für uns als Bundesliga-Mannschaft ist es zum Beispiel, wenn es regnet oder wenn es längere Partien gibt, können wir trotzdem sicherstellen, dass die Matches noch am selben Tag und draußen gespielt werden können. Und somit müssen wir uns keine Sorgen machen und können uns voll aufs Spielen konzentrieren.